Hallo und herzlich willkommen zurück zur Masix Mod für Rimworld. Ich bin Dr. Wolfsherz. Freue mich, dass ihr wieder da seid. Und ja, jetzt sind die Skylights da. Und jetzt müssen wir gucken. Dark. Die lassen überhaupt kein Licht nach nebenan. Die sind nur hier hell. Hier ist es komplett dunkel. Was ist das denn? Oder wartet mal. Ach, es ist 18 Uhr, es wird gerade dunkel. Okay, dann lassen wir das erstmal sein. Oder warten, bis es etwas heller wird. Und dann müssen wir es dann nochmal schauen. Ja, wir werden die letzten Bröckchen Eisen hier auch noch markieren. Das ist alles Eisen, das wissen wir jetzt. Oh, wie sieht es da momentan generell aus? Wir haben 792 Eisen und 10 Stahl, aber immerhin schon wieder ein Bauteil. Hier ist eingestellt auf 5. Reicht jetzt eigentlich auf 4. Wir haben keine größeren Gegenstände, die gerade gebaut werden, die 5 Bauteile brauchen auf einmal. Wir könnten mal kurz gucken, ob wir denn jetzt hier für die Bewässerung alles haben. Ich denke aber schon. Ist es warm genug jetzt? Ja, ist es. Wie sieht's mit Strom aus? Sehr gut, wir gehen mit 3400 in die Nacht. Was kostet dir an Strom? 150 Watt. Mhm. Gut, was brauchen wir denn als nächstes? Ja, ein Wasservorratstank wäre natürlich nicht schlecht. Auch ein Gasvorratstank wäre super für Sauerstoff. Was haben wir hier? Eine Wind Trap, genau. CO2. Die Pflanzen brauchen CO2. Ich weiß nicht, wie viel. Aber sie brauchen CO2. Das heißt, ich glaube, wir müssen so eine bauen. Da kommen wir gar nicht drum herum. Würde ich jetzt vielleicht hier bauen? Vielleicht lieber andersrum. Sieht vielleicht hübscher aus. Kann man reingucken. Stellen wir sie einfach dahin. 100 Stahl und 2 Bauteile. Das ist natürlich ganz schön viel. Und dann müssen wir natürlich CO2 auch speichern. 65 Stahl, eine Komponente. Ich würde den hier bauen. Der sieht irgendwie schöner aus. Und da brauchen wir natürlich eine eigene Leitung für. Das heißt, wir stellen das einfach hier drüber. Das war lange Leitungswege bauen, ne? Gut, ist im Grunde ja nicht so schlimm. So. 3 Bauteile brauchen wir also wieder. Dann können wir hier mal auf 3 stellen. Oder eigentlich auf 2. Reicht erstmal. Und damit wir auch den Stahl halt zusammenkriegen. Sonst wird das nämlich nichts. Die Wet Wipes, die können wir eigentlich auf den Müll schmeißen. Die brauchen wir nicht mehr. Höchstens vielleicht für Notfälle mal. So, ich werde die jetzt um 6 Uhr direkt aus den Federn werfen. Ja gut, Tom macht das eh schon. Dann warten wir eben, bis alle geduscht sind. Oder nee, so lange möchte ich eigentlich nicht warten. Die beiden sind wach, dann sollen die mal jetzt die Anzüge machen. Und Jess geht scheinbar nicht duschen. Nee, dann ziehen wir ihm jetzt aber auch einen Anzug an. So, und jetzt natürlich eine ganz wichtige Sache. Da, was ich jetzt auch schon wieder vergessen habe, wollte ich in der letzten Folge machen. Tom und Amelia sind ja verheiratet, das heißt, wir brauchen ein Doppelbett. Wir werden dieses Bett abbauen. Oder wir werden es hier hinstellen. Und dieses Bett hier hin. Und dann werden wir ein neues bauen aus... Wie viel Polymer haben wir? 124? Wir werden es aus Eisen bauen. Und das werden wir da oben hinstellen gleich. Und das wird dann natürlich für Amelia und Tom. Sehr schön. So. Dahin bitte. Und dann hätten wir für unsere nächsten Kolonisten schon mal fast wieder neue Betten. Amelia und Tom. So, die beiden sind verheiratet, dann sollen die natürlich auch ein gemeinsames Bett haben dürfen. So, jetzt gucken wir mit dem Licht hier nach. Also das ist alles hell, 100%. Und hier ist 0%. Ja, von wegen 2 Felder. So viel dazu. Das heißt, die können wir schon wieder abreißen. Gut, dass die nur 5 Stahl kosten jeweils. Meiner Break Wrist. Was ist mit Jess los? Warum ist der unzufrieden? Schmutzig. Ja, pff. Hätte duschen gehen können, ne? Oder haben wir kein Wasser mehr?
klar haben wir noch Wasser. Dann weiß ich es auch nicht. Also die Pumpe ist jetzt auch an. Die macht hier jetzt scheinbar irgendwie nichts, ne? Ich muss jetzt hier wirklich mal Erde ausbringen, glaube ich. Es würde irgendwie mal vernünftig beschrieben sein. Wir machen jetzt erstmal die Skylights. So. Wie bringen wir die jetzt am besten an? Wir können ja mal planen. Einfach davon ausgehend, tja, da. Das ist schade. Das ist wirklich schade, dass das so ist. So, dann zwei Abstand. Das nehmen wir wieder weg. Dann machen wir es doch hier hin. Dann ist es nämlich gleichmäßig. Oh Gott, oh Gott. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also hier, so würden wir es jetzt machen. Und dann hätten wir eigentlich alles ausgeleuchtet. Nee, hier, das ist sogar falsch noch. Das ist sogar noch falsch. Weil wir können ja zwei Abstand haben. Also so. Schade, dass das so gemacht werden muss. Das ist wirklich ein bisschen doof. Ein bisschen doof. Aber gut. So, Skylight. 15, 15, 20, 25. Haben wir denn auch wirklich alles abgedeckt? So, ja, noch doch, haben wir sicher. Das ist schon in Ordnung dann. Selbst die Ecken, die wir eigentlich gar nicht brauchen. So, Skylights kommen rein. Der Plan verschwindet, glaube ich, automatisch, wenn man auch was drüber baut. Irgendwie war da was. Ja, genau. Ja, alles 100% hier. So wie es sein soll. Was ist los? Oh, ein Teil von einem Raumschiff ist runtergefallen. Das heißt, das können wir abreißen. Da gibt es Komponenten. Kostenlose Komponente, das ist natürlich sehr weit weg, aber das holen wir uns auf jeden Fall. Wir können generell mal gucken, ob wir noch irgendwo so ein Teil liegen haben. Ist recht selten mit dieser Mod, ist halt dieses Spezialevent, was wir jetzt gerade hier zufällig haben. Und nee, ist sonst auch nichts da. Aber immerhin, ne? So, oh, schaut mal, das sind sogar, was trägt die jetzt zurück? 24 Stahl. Und dann haben wir hier noch 75 Aluminium, 4 Komponenten, 51 Stahl und 3 Gold. Hervorragend. Ja, das heißt, wir können hier direkt die Windfalle und den Gasvorratstank bauen. Und hier, die müssen jetzt mal ganz schnell fertig werden. Und dann müssen wir die Erde da ausbringen. Das heißt, wir können hier jetzt wieder einstellen, die Erde zu machen. So, wieder frei. Und dann, wo war das? Unter Floors? Nee, das war unter Produktion. Dry Soil. (lacht) 2430. Ist ja nix, ne? Ja. Können wir einfach weiterarbeiten lassen. Weil der wird ja dann hier ausgebracht und dann haben wir ja eh wieder den Auftrag, dass Neues hergestellt wird. So, und jetzt 5%, 5%. Ist das die Bewässerung? Ich glaube, das ist die Bewässerung, ne? Ja. Genau, jetzt sind hier tatsächlich Growing Zones entstanden. Ja, lassen wir ruhig schon Kartoffeln einsehen. Klar, warum denn nicht?
haben wir denn überhaupt? Ich denke doch wohl, oder? Wie warm ist es hier? 0 Grad, trotz zwei Heizkörpern. Eieieiei. Strom? 2600 am nächsten Morgen. Alles gut. So, alle müssen Anzüge anziehen. Alle müssen aufstehen vor allem. No food. Nicht ideale Temperatur. Wir brauchen natürlich noch mehr. Jetzt ist die Temperatur gut tagsüber. Aber wir müssen noch mehr Heizkörper haben. Dann stellen wir hier mal einen rein. Ich hoffe, dass einer reicht. Der ist dann auch wichtiger als das. Dann würde ich hier Forbid. Hier ist schon eine drin. Da fehlt nur der Stahl. Lassen wir auch erstmal sein. Vielleicht reicht ja der CO2 hier aus der Umgebungsluft, wenn unsere Leute hier arbeiten. Wir könnten den CO2-Scrubber natürlich vielleicht deaktivieren, damit wir hier einen Anstieg von CO2 haben für die Pflanzen. Und Wachstumszonen werde ich jetzt immer angleichen, damit wir immer weiter dahin kommen, dass hier die Sachen reinkommen. Und es sieht so aus, als ob es funktioniert. Schon 12% gewachsen. Das stimmt mich ja. In der Tat positiv. Das sind jetzt viele Growing Zones hier. Die werden wir nachher löschen und einfach eine neue drüber ziehen, wenn die Erde da ist. Aber so können wir immer schön einfach alles, was neu ausgelegt wurde, nachziehen. Wir haben hier Icy Sand und wir haben den Tisch eingestellt, dass Erde gemacht werden soll. Das heißt, wir holen die Erde wieder rein. Und wir brauchen eine zweite Lagerzone noch. Wir müssen noch eine Zone machen. Wir werden diese Zone jetzt einfach kopieren. Copy, Delete, Zone, Stockpile. Ja, ist egal. Einfügen, hier die Erde reinholen. Und umwandeln das ganze Zeugs. So. Create Growing Zone. Wieder ein bisschen was dazu. Und ja, wenn die Heizung steht, dafür brauchen wir jetzt... Es arbeitet keiner am Stahl jetzt, weil das Einpflanzen natürlich wichtiger ist. Und das Ausbringen der Erde wahrscheinlich auch. Okay, lassen wir die Leute erstmal schlafen. Temperatur 14 Grad. Nicht ideale Temperatur. Na gut, Hauptsache sie frieren uns nicht kaputt. Ich glaube, das passiert erst ab Minusgraden. Die 0 Grad halten wir. Minus 1, ja. Schauen wir mal. Unsere empfindlichen Pflänzchen. Wäre schön, wenn wir den Stahl fertig kriegen jetzt für die Heizung, weil die Komponenten haben wir. Ist doch hier auch hoffentlich so eingestellt, dass da jetzt nicht noch mehr gemacht werden. Jawohl. So, Amelia, mach Stahl. Ja, ich muss das hier nochmal abbrechen. Wir brauchen erst jetzt die Heizung. Also Erde ist scheinbar ganz oben auf der Prioritätenliste. Ist im Grunde auch richtig, aber jetzt ist erstmal Stahl gefragt. Die Heizung muss fertig werden, sonst geht uns die Ernte wieder kaputt. Wir brauchen auch noch ein neues Eisen. Nee, Eisen brauchen wir nicht, das Lager ist voll damit. Und wir lassen unsere Leute jetzt einfach mal hier arbeiten. Ist das Zeug von hier oben reingeholt? Ja, da liegt auch nochmal 16 Stahl. Ah, es geht ja nicht kaputt. Irgendwie habe ich die Kolonie verloren. Da ist sie. So. Und, ja, 15% gewachsen, 20% gewachsen. Das heißt, die Heizung und danach den Herd hier. Da brauchen wir auch nochmal 80 Stahl für und zwei Komponenten, aber auch das haben wir noch, damit wir die Kartoffeln auch umwandeln können. Und wir haben hier oben auch nochmal Kartoffeln drin. Hier sind 75 Kartoffeln in unserer Kiste, in unserer Landekiste. Von daher glaube ich glaube, dass wir... aus dem Gröbsten raus sind. Die Klimaanlage muss da noch fertig gemacht werden.
Dann brauchen wir nochmal 3 Komponenten, dann sind wir, glaube ich, schon wieder am Limit. Aber immerhin. Immerhin. So gut, haben wir jetzt nicht genug Stahl für die Heizung? 65 brauchen wir, ist doch alles da. Ach, wisst ihr was? Die werden da gar nichts machen. Weil die da gar nicht hingehen. Eieieiei. Die gehen da gar nicht hin so. Das müssen wir erst erweitern. Doof, ne? Nicht dran gedacht. Jetzt gehen sie aber hin. Und machen auch die Heizung fertig. Low Food, das stimmt. Wir holen nochmal was rein gleich. Die Heizung ist fertig, hat keinen Strom. So viele Kleinigkeiten. Ich muss es hier durchziehen. Ne, muss ich gar nicht. Da können die überall dran, müssen sie halt von Badezimmer und von hier arbeiten, das geht aber. Machen sie aber nicht. So, Anzüge an. Arbeiten. Ja genau, das war kein bewohnbarer Bereich da. Und die Wand gilt auch nicht als bewohnbar. Das ist das nämlich. Die reißen die dann auch nicht ab. Und das ist, darum darf man die Zone auch nur innerhalb der Wände generieren. Das ist auf der Hintergrund so ein bisschen. Amelia schläft schon wieder. Ist ja in Ordnung. 100%. Was heißt denn das hier alles? Ich glaube, dass das... Watered Soil. Walk Speed 100. Ja, das hat alles was mit der... Hier diese Zahlen, die haben was mit dem Bewässerungsstatus zu tun. Ich vermag es noch nicht wirklich abzulesen hier. Aber es ist im Grunde auch wurscht, ob das funktioniert. Die Pflanzen wachsen auch, obwohl wir kein extra CO2 zuführen. Das heißt, ich würde diese Konstrukte sogar nochmal wieder abbrechen. Weil wir haben natürlich CO2 hier von unseren Bewohnern. 0,15% scheint für die Pflanzen noch zu reichen. Könnte natürlich enger werden, wenn wir hier eine größere Fläche haben. So, jetzt ist das nächste die Klimaanlage. Und dann ist das nächste die... nee, wir haben gar nicht... Ja doch, hier, natürlich der Ofen. Den geben wir auch schon frei. Und ja, da brauchen wir noch einen neuen Stuhl. Den machen wir aber aus Eisen. Und ich glaube, dass es uns inzwischen dann relativ gut geht. Also ich glaube, dass wir die... dass alles Gefährliche so grob hinter uns liegt. Ich hoffe es zumindest. Jetzt holen wir auf jeden Fall nochmal die Rationen hier raus. 10 erstmal. Und wenn der Herd steht, dann können wir eigentlich auch die Kartoffeln reinholen. Dann gibt es mal wieder was Leckeres zu essen. Builds. Wir brauchen Simple Meals. Und zwar solange wir haben. Und ich würde mal sagen, mit Kühlschrank können wir ruhig 60 einlagern. Das heißt, Kartoffeln raus. Machen wir einfach mal den Probelauf hier. 20 Kartoffeln raus. Und die Klimaanlage, da fehlt jetzt eigentlich nur noch, was ist jetzt los? CO2-Venting. Oh, 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 oh. Ganz schnell reparieren. Ist schon, wird, Jess ist dabei. Und repariert. Alles gut. Nichts passiert. So, hier darf dann jetzt auch weitergearbeitet werden. Mehr Erde. Das hat leider ein Bauteil gekostet. Wir haben aber draußen noch eins liegen. Das heißt, wenn wir Jess mal eben... Wenn wir lassen duschen, dann zieht Tom den Anzug an. Und holt mal eben das hier rein. Und dann, ja, macht er eh schon. Und da wird gekocht. Und die erste Ration ist fertig. Jawohl. Sehr schön. Sowas fehlt jetzt hier. 3 Komponenten brauchen wir. Wir haben 3. Und Stahl haben wir auch eigentlich fertig. Dann könnte das eigentlich fertig gebaut werden. Das muss nur jemand machen, der einen Anzug anhat. Darum lassen wir es Tom jetzt machen. Und dann muss diese Wand da draußen abgerissen werden. Damit die Luft, die Abluft entweichen kann. Oh, 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 es ist fehlgeschlagen. Oh nein, das hat den ganzen Stahl gefressen. Und die Komponenten. Oh.
Dann müssen wir hier wieder auf 3 stellen. Weil wir 3 Komponenten hierfür brauchen. Ah, wie ärgerlich. Ja, das sind dann die Fehlschläge. Es ist aber schon wieder ein bisschen Erde da. Das heißt, wir können die Wachstumszone nochmal vergrößern. Und dann läuft das irgendwann schon weiter. Wir brauchen noch mehr Eisen. Nein, wir haben noch genug Eisen. Okay, aber das soll es ja für heute gewesen sein. Ich denke, wir sind auf gutem Wege. Ich bin auch ein bisschen stolz, ehrlich gesagt. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich es schaffe hier, das jetzt alles auf Anhieb schon wieder funktionieren zu lassen. Ich gebe zu, es ist der 3. Anlauf. Für alle, die von Anfang an geguckt haben, wissen das auch, dass wir 2 Fehlversuche hinter uns haben. Aber jetzt sieht's ganz gut. Ach, da ist ja die Flüssigkeit, die Feuchtigkeit wird ja hier unten links angezeigt bei dem Balkendiagramm. Moisture, die Feuchtigkeit, die ist 110%. Weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht sogar zu viel ist. Kann das schädlich sein? Weiß ich nicht. Weil die brauchen ja noch mehr Feuchtigkeit. Ich kann es ja jetzt nicht einfach ausstellen. Ja, vielleicht gehen die ein, wenn die zu viel kriegen. Naja, okay, wir warten einfach ab. Okay, also das soll es gewesen sein. Einen schönen Tag noch. Der 3. Anlauf, er sieht positiv aus. Warten wir ab, wie es weitergeht. Schönen Tag noch. Ciao.